Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Ja, ich drück mal auf Play. Ja, Entschuldigung, dass so lange nichts mehr kam, aber ich hab wirklich gewartet, bis meine neue Maus ankommt, damit ihr vielleicht nicht immer so ein Mausklicken hört. Ne? Und Musik läuft hier und du hast Hunger. Haben wir noch etwas zu essen? Nein! Du bist munter, ne? Ich hab mir das repariert, das kannst du nochmal was kochen. So, da hast du Rührei und dann machen wir mal Familiengröße. Ja. Auf jeden Fall, ich habe jetzt eine neue Maus. Ich habe die Razer Naga mir geholt. Ich finde die mega gut, einfach um MMOs auch zu spielen. Total die geile Maus. Einfach gesagt. Ja, du darfst gerne anfangen zu kochen. Ich liebe diesen Mülleimer. Du hast Hunger. Du stinkst. Du darfst dann gleich, bevor du ausgeschlafen bist, erstmal eine schöne Dusche nehmen. Ich mache meine Kopfhörer so nicht zu laut. An die Musik rangehen, weil ich habe Angst, dass mein Mikro ist ja genau neben meinem Mund und meine Kopfhörer auch an meinen Ohren, wer hätte es gedacht. Ich habe Angst, dass man das dann doppelt hört in der Aufnahme. Aber ja, du hast gar keinen Hunger. Du kannst auch gut. Mach auf, wischen. Fein. Wischi, wischi. Das ist ein Profilbild auf Origin, deswegen sieht das jetzt so komisch aus. Ja, dann darfst du jetzt eben schnell duschen gehen, bevor die andere hier ankannst. Und ja, heute habe ich mir jetzt kein indirekt, also ich habe mir jetzt kein Thema ausgesucht, was ich labern möchte. Wir machen jetzt einfach Sims Commentary. Das passt dann schon. So, Red Hat. Wann stehst du denn auf? Hm? Okay, nicht heute. Obwohl, sie ist ja ein bisschen fertig mit Duschen. Beim Duschen beobachtet. Die Sims 4. Ja, ich würde zu gerne, dass sie da mal rauskommt. Ich möchte nämlich schon die nächste ins Bad schicken. Damit es gleich keinen Stau gibt. Ja. Interessant, ne, Leute? Ich sehe es einfach unglaublich. Oh, 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 oh. Du kannst aber schon mal was essen gehen. Angespannt. Okay. Hier ist aber was essen. Und zwar ein Gericht nehmen. Kannst du jetzt schon mal gehen. Und frühstückt schon mal eine. Das ist ganz gut so. Mir gefällt immer noch diese Oma-Lampe hier. Also das ist so, okay, das passt aber schon ganz gut in die WG rein, weil es ist immer in der WG. Es ist zusammengewürfelt, die ganzen Möbel. Das passt dann schon. Was machst du? Stopp, wohin gehst du? Achso, du willst ernten. Das ist gut. Geh ernten. Finde ich super. Was ist denn das? Das ist ein Blümchen. Was soll denn das sein? Was? Diese Pflanze kenne ich gar nicht. Chrysanthemum. Oh Gott, ist so laut. Egal, so, dann kannst du eben noch ein Nickerchen abhalten. Mal faul sitzen. Ja. Oh, 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 oh. Du darfst dann auch gleich erstmal ein Gericht nehmen. Und das Duschen wir danach. Und du kannst jetzt mega awesome schnell aufs Klo gehen. Nein, Mann, ich will, dass du aufs Klo gehst. Ja, geh aufs Klo, schnell. Geld. Ich finde das geil mit der Mülltonne, die gibt einfach Geld. Das ist einfach amazing, ey. Ich muss kurz gucken, wie lange ich schon aufnehme. So, 5 nach 11. Ja, es ist relativ früh. Wir haben Samstagmorgen. Egal, ich war ja am Sonntag. Aber ich habe morgen trotzdem frei. Montag kann mich mal. Ich habe frei. Ja, ich habe frei. Alle anderen müssen zur Schule. Lehrerkonferenz ist einfach OP am Montag. So.
Jetzt darfst du auch langsam kommen. Trinken. Ja, trink mal ein Glas Wasser. Ist bestimmt ganz gesund. Oh, du bist eingepennt. Ah, ganz gut. Dann kannst du mal ein bisschen Energie aufladen. Alter, das ist mal eine Kante, ne? Die ist mal Kante, ey. Der Gang dazu auch noch. Oh mein Gott. Ja, lecker Frühstück und was zu trinken dann auch natürlich. Wogrichab? Trinken ist wichtig, Kinder. Warba. Ich stelle den Rest mal zurück. Andoli Usenet. Smishi Yifana. Plushi Fwasa. Dawi Prubara. Seneke Belindi. Interessant. Ja, oh, wer bist du denn? Stopp dich. Wer bist du? Marco Scheisen. Hallo Marco. Und stopp. Stopp, 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 stopp. Ich möchte so ein mega awesome Screenshot machen. Halt an! Und zwar so. Nein, ich will da nichts anlegen. Lass mich. So. Und weiter. Cheshire. Binkapa Baru. So, wann geht's denn heute zur Arbeit? Babane. Bobi Ibsa Bibdo. Quest. Waga Fruj. Warba Quest. Du musstest noch duschen, das weißt du. Oh, but toy, Skiba. Hör mal auf zu labern, man muss noch duschen. Die ist schnell zu Ende. Sensibi Kinneku. Darfst du auch das dir verwenden. Pardu Skidna. Und du kannst mal hier Kanal schauen. Oh, Zagu Warba. Guck mal, Comedy-Kanal. Pandele. Hör jetzt auf. Ah, Glen Ohosi. Aha. Du hast jetzt Hunger. Ist das dein Kack ernst? Dann geh mir das verdammte Axt ein Gericht nehmen. Hat jetzt Hunger, ey. Echt. So, wann geht's zur Arbeit? Um 10. Oh, schon in der Stunde. Zwei Stunden zur Arbeit steht er ja da. So. Dann geht's. Er hat die Videospielfähigkeit erworben. Du spielst Tetris? Ist das dein Ernst? Tetris? Kippluna. Tetris. Ja, alle zur Arbeit. Achso, fährt in etwa einer Stunde, habe ich nicht gelesen. Och man, das dauert mal so Ewigkeit in der Dusche, ey. Egal, ihr müsst frisch zur Arbeit gehen. Das geht ja nicht, wenn ihr so verstinkt auftaucht. Das kann man ja nicht bringen. Oh, und da kommt schon wieder der Typ angelatscht. Aus meiner Privatfamilie. Ich kann mir immer noch nicht erklären, warum du nackt bist, aber ist mir auch egal. Na, so, du bist doch der, oder? Stopp. Meine Fresse, halt an! Ja, das bist du. Den habe ich übrigens nicht erstellt. So, und dann spule ich das Ganze so ein bisschen vor. Ja, und ab geht's zur Arbeit. Hallo? Hallo! Muss zur Arbeit! Oh Gott, ey. Bleibt ihr da sitzen und guckt weiter, ey. Was? Kundenzufriedenheit. Eine wütende Kundin ruft Jenny an und verlangt die Rückerstattung eines Kaufpreises für ein neues Smartphone. Sie kann die Kundin auszahlen und ihr
und ihr Spiel weiterzocken oder sie beruhigen und das Problem mit ihr erörtern. Rückerstattung, das hatten wir nämlich schon letztes Mal. Was für ein toller Service. Die Kundin ist erfreut, dass die Firma von Jenny so zurück, was zuvorkommend ist und verspricht, glücklich überall Werbung zu machen. Das ist gut. Weil bei Samantha, ne? Du heißt Samantha. Ja, bei Samantha haben wir es ja verkackt mit der Arbeit. Aber dafür haben wir es bei Jenny hingekriegt. So, wer hat die Toilette zugeschissen? Du darfst dann die Toilette auch gefälligst säubern. Du hast sie zugeschissen. So, du hast... Ach, na toll. Du kannst anfangen, was zu malen. Krokettes Gemälde. Mach mal das. Und Ellie? Ellie ist am Poppes. Du gehst schlafen. Ja. Schön schrubben. Huch, ich wollte gar nicht. Ich habe ich ernsthaft auf Ja geklickt. Ach, egal. So, Ellie ist am Schlafen. Du hast wieder Hunger. Das heißt, du kannst hier wieder ein Gericht nehmen. Und dann kannst du auch ein bisschen fernsehen. Und zwar kannst du dann einen Kochkanal anschauen. Und du kannst dann gleich aufs Klo. Und du darfst dann auch was essen. Nein, nicht kochen. Da. Das ist leer. Mann. Öffnen. Aufräumen, dass du das dann... So, und dann kannst du ja Abendessen servieren. Machen wir noch einen Gartensalat. Dann passt das auch schon. Ja, mal weiter. Schnell aber. Das ist ein sehr, sehr kokettes Gemälde. Also das ist... Das ist unglaublich. Kokettes Gemälde. So sieht das etwa... Bist du gerade am Kacken? Mit diesem Grinsen dabei auch noch so. Ich hab gekackt. Oh, die kann ich aber zu Geld machen. Lass mich die zu Geld machen. Und den dann muss ich auch zu Geld machen. Da geht es wieder nicht. Okay. Nein, sie klaut es. Nein, du hast da Mülleimer. Nein, nein, das ist Geld. Sie spült das Geld weg. Ich krieg so viel. Der Mülleimer gibt doch Geld. Ich verstehe es nicht. Ah, wir haben ein bisschen Geld. Fällt mir gerade auf. Wir können ein bisschen im Kauf- und Baumodus gucken, dass wir uns einen PC holen. Und zwar erstmal einen schönen Schreibtisch. Schreiben wir den Schreibtisch hin. Ich würde sagen, den stellen wir hier hin. So, mit einem schönen kleinen Stuhl. Ah, the Boss. Und ein PC, das können wir uns natürlich wieder nicht leisten. Okay, dann nicht. Dann erst beim nächsten Mal den PC. Aber immerhin haben wir schon mal unseren Schreibtisch und den Schreibtischstuhl. Wo dann hinter der PC noch drankommt. Habt ihr das gesehen? Es geblutet. Es ist geblutet. Schickes Outfit. Mit Strümpfen, die noch höher sind als der Stiefel. Oh, ich bin erkältet. Ja, komm. Mach jetzt. Bist du jetzt fertig? Nein, bist du nicht. Ja, nimm dir einfach ein... Warum sieht denn der so komisch aus? So, alle sind am Schlafen. Euch geht's aber auch... Du hast auch wieder ein bisschen Hunger. Du kannst dann gleich am Morgen öffnen und dann darfst du auch direkt hier ein Gericht nehmen.
Nein, Spaß. Ja, das machen wir danach. Die geht soweit ganz gut. Ja, und du darfst dann gleich auch sofort ins Bettchen hüpfen. So, komm, machen wir ein bisschen schneller. Oh. Ja, isst das einfach auf. Ist gut, ich mach daraus Geld. Hihihihihi, 30 Euro für einen komischen Teller. Simoleons meine ich natürlich. So, ihr schlaft jetzt mal schön. Ich guck eben auf die Uhr. Ja, denn es ist jetzt auch mal wieder Zeit, einen Cut zu setzen. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's natürlich wie immer Spaß gemacht. Eine Bewertung, darüber würde ich mich mega freuen, wenn ihr eine hinterlasst. Ja, und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play The Sims 4. Bis dahin. Tschüss.